ich muss beruflich nach Wien und ich dachte mir, ich nehme euch da einfach mal mit, zeige euch heute die Strecke von Wien, Wheeljet etc., wie Wien aussieht, dann den Tag über und dann würde ich mal sagen, lass uns zusammenpacken. Ich bin jetzt noch genüsslich im Kaffee trinken, wie ihr hier sehen könnt. Denn ich muss ein bisschen Zeit vertrödeln, denn ich bin knapp eine halbe Stunde zu früh. Und dann geht's ab nach Wien. Ja Leute, ich befinde mich jetzt im Zug und ich werde jetzt ein bisschen schon schneiden, was ich bis jetzt gemacht habe. Ein bisschen mit Effekten rumspielen, weil ich möchte Wien neue Effekte probieren. Und dann schauen wir mal. Ich bin jetzt im Wien Hauptbahnhof. Die Fahrt hat sich länger gezogen als ich dachte. Es waren jetzt knapp 4,5 Stunden. Jetzt erstmal abchecken, wann ins Hotel reinkommt. Die eigentliche Frage ist jetzt nur, wo ist eigentlich das Hotel? Ich stehe jetzt vom Bahnhof. Laut Internet müsste das hier irgendwo sein. Allerdings habe ich keinen Plan, wo das heißt. Ja Leute, ich bin jetzt im Hotelzimmer angekommen. Ich habe jetzt das Hotel irgendwie 20 Minuten gesucht. Ich bin 3 oder 4 Mal daran vorbeigerannt. Und ich dachte mir so, Alter, wie kannst du so bescheuert sein? Du hast 2 Jahre in Wien gelebt und jetzt findest du das verkackte Hotel nicht. Und das Ding ist, ich bin wirklich 2 Mal vorbeigelaufen. Ich habe noch nicht richtig geschaut. Und das ist echt verdammt bescheuert. Naja, wie dem auch sei, ich knall mich jetzt unter die Dusche. Ich war heute noch nicht in der Dusche. Und dann geht's in die Stadt. Ja Leute, ich habe jetzt geduscht und ich habe in der Dusche gerade 2 Dinge festgestellt. Erstens, meine Haare sehen scheiße aus. Das heißt, ich muss jetzt definitiv zum Friseur. Und zweitens, bevor ich das Hotelzimmer jetzt verschmutze und irgendwie alles irgendwie rumliegt, mache ich besser mal eine Runde, würde ich sagen. Ja Leute, das war jetzt mein Zimmer und ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt an und dann geht's in die Stadt. Ja Leute, ich bin jetzt auf dem Weg in die Innenstadt und stelle gerade fest, wir haben es jetzt 2 Uhr, das heißt, ich bekomme stressig. Denn ich möchte in der Innenstadt ein paar Sehenswürdigkeiten filmen, habe aber Kohldampf, ich habe noch nichts gegessen. Und ich habe gesehen, dass es hier ein Burger King gibt, das heißt, ich werde mir jetzt erstmal schön bei Burger King den XXL King reinziehen. Da freue ich mich, denn in Innsbruck gibt es das nicht mehr. Die haben alle dicht gemacht. Das gibt es nur noch in Wien in Österreich. Und da freue ich mich gerade mega drauf. Ja Leute, ich bin mir im Klaren. Einige werden jetzt schreiben, Burger King, ungesund, ist mir egal. Ich habe seit 2 Jahren nicht mehr Burger King gegessen. Das hier gönne ich mir jetzt richtig, denn 2 Jahre ist eine lange Zeit. Jetzt geht es in die U-Bahn und dann fahren wir in die Innenstadt, sprich Stephansplatz. Und ja, ich denke, bis ich da bin, wird es leider schon dunkel sein. Aber vielleicht gehe ich an Christkindlmarkt, dann machen wir da ein paar geile Aufnahmen und schauen wir mal, je nachdem, wie es sich jetzt ergibt. Das wird in Zukunft auf meinen Kanal sehr viel Einfluss nehmen. Denn ich bin in Wien, da ich bei der Firma Domco anfange. Domco ist eine österreichische Kette, die viele verschiedene Zweige hat. Unter anderem haben sie Hotels, Caterings, zum Beispiel Formel 1, Kitzbühel etc. Und sie bewirten Airlines. In Österreich machen sie das Catering für die ÖBB. Und ich habe da jetzt einen Job und arbeite bei der ÖBB als Steward. Und das Wesentliche Interessante für euch ist dabei, dass ich in verschiedenen Ländern bin, Städten etc. Und da kann ich halt Vlogs machen. Und deshalb wird es in Zukunft einfach mehrere Vlogs aus verschiedenen Orten geben, was für euch natürlich mega interessant ist, für mich ein Erlebnis. Und ja, deshalb würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.